So, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei Day of the Tentacle Remastered mit Hoagie. Gehen jetzt aber erstmal rüber, na, nicht ins Menü, sondern zu Bernhard. So, dann gehen wir hier mal wieder rein. Oh, das ist Dr. Fred. Das kann ich nicht machen. Ich würde sagen, den binden wir mal los. Hervorragend. Den müssen wir natürlich irgendwie befreien. Der scheint aber eher nicht so wirklich ansprechbar. Ja, gut, wir können den. Ah, ich habe eine Idee. Wir haben doch unten haben wir doch diese Mumie, ne? Aber wer hat Dr. Frieda überhaupt so festgebunden? Ach, die Leute von der Steuerfahndung bestimmt. Aber solche Methoden? Weiß ich ja nicht. Nö. Das klappt nicht. Sag mal. Ach. Ja, man sollte natürlich auch den Flaschenzug benutzen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt runter, gehen nach draußen zu der Mumie, weil wir vertauschen einfach Dr. Fred mit der Mumie. Weil wir haben ja, genau, da ist er ja. Wir haben ja die rote Farbe, das heißt, wir können tatsächlich Das kann ich nicht machen. Nee, wir wollen das ja auch mit der Mumie. Wir haben ja die rote Farbe. Alter! Wir haben ja die rote Farbe von Hoagie letztes Mal gekriegt. Das heißt, wir können die Mumie ja genauso rot anmalen. Und dann denken die, das wäre Dr. Fred. Und wir haben Dr. Fred befreit. Und können mit Dr. Fred zusammen dann diesen Vertrag einlösen, um die 1 Million Dollar zu kriegen. Das heißt, wir werden jetzt hier diesen Flaschenzug benutzen. Muss ich am Seil ziehen? Achso. Aua. Hervorragend. Dann gehen wir wieder hier rein. Okay, dann gehen wir hier hoch. Sehr gut, und jetzt, Hey, Ted. Gesprächig wie immer, was, Ted? Tja, ich rette dann mal lieber die Welt. Mit Ted wollten wir gar nicht reden. Wir wollten Ted anmalen. Sehr gut. Und dann vertauschen wir Dr. Fred mit Ted. Stark. Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Versuch einfach leise zu sein, okay? Es scheint mir eine etwas dubiose Steuerfahndung bisher zu sein, muss ich gestehen. So, benutzen das Seil mit Dr. Fred. Dann werden wir Dr. Fred damit nach unten transportieren. Und wir haben ja Dr. Fred. Müssen wir jetzt hier an dem Seil schon ziehen? Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Alter, der arme Dr. Fred! Das geht doch auch ange... Oh. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred! Ich bringe ihn besser ins Labor. Eben, weil im Labor haben wir Dr. Fred ja in den... Tja, jetzt habe ich ihn hier. Aber er ist bewusstlos. Nee, wir haben ihn ja mit dem entkoffinierten Kaffee haben wir ihn ja in diesen Schlafzustand gebracht. Und wir haben ja, glaube ich, auch koffinierten Kaffee. Genau. Das heißt, wir nehmen wieder diesen Trichter.
Dann nehmen wir den Kaffee und werden ihn damit erwecken. Verdammt guter Kaffee! Stark. So, jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, mit Dr. Fred über diesen Vertrag zu reden. So. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich starte eine Petition zur Verbannung aller Tentakel. Ich denke, damit wird prima. Er dann... Wo soll ich sehr unterschreiben? Gut, sehr gut. Genau das hier. War der Plan. Nun, viel Glück! So, Freunde, und jetzt müssen wir natürlich aber dafür sorgen, dass dieser Brief, weil das ist ja schon abgelaufen, das wissen wir ja. Aber wir haben ja die Möglichkeit, mit Hoagie in die Vergangenheit zu reisen. Das heißt, erstmal kleben wir da jetzt die Briefmarke drauf. Und dann geben wir das Ganze Hoagie übers Chrono John. Und dann gehen wir rüber zu Hoagie und werden diesen Vertrag dann drüben in den Briefkasten schmeißen, weil dann wird der ja lange in der Vergangenheit abgegeben werden. Und kommt dann ja rechtzeitig an, will ich meinen. Ich will nicht. Ja, nee, mit der Flagge auch nicht. Alter. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir, Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger! Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Fräulein, bitte ein Reisebüro. Das ist ein Notfall. Hervorragend, das hat schon mal geklappt. Wir haben auf jeden Fall das Geld und können dann den Superdiamanten kaufen, den wir brauchen, um die Krone Johns wieder in Dings zu bringen. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier zu George Washington wieder. Und auf den Schock würde ich sagen, erstmal ein gutes Fläschchen Wein. Ich will nicht. Wieso nicht? Also. Vielleicht will John Hancock die Flasche Wein? Ich will nicht. Dann aber du. Danke, das ist perfekt. Genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui. Sehr gut. Wie kommt denn das eigentlich? Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen.
Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Ach, wie überraschend. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh! Hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Hervorragende Idee. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Sehr gut, damit haben wir endlich einen Staubsauger im Keller. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir ihn brauchen, aber wir werden ihn brauchen. So, wir wollten ja noch Essig besorgen. Also Öl haben wir ja. So, hat Bernhard eigentlich zufällig Essig? Tinte, Kurbel, Gabel, Kotze. Mehrere Arten, nee, kein Essig. Ja, irgendwie weiß ich noch nicht so ganz, wie wir an Essig kommen sollen. Ich meine, wir haben... Tentakel hilft das Marktzeug. Bürgermeister gratuliert Purpurheld. Stark. Ich meine, wir haben halt vor Ewigkeiten haben wir ja mit hat ja schließlich ich meine, es wurde ja der Wein in diese Zeitkapsel gegeben, der wird dann ja zu Essig, denke ich. Aber wie kommen wir da dran? Vielleicht gehen wir doch mal in die Zukunft zu... Lasst mich hier raus! Laverne, ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Wer seid denn ihr eigentlich? So, euch nehmen wir jetzt erstmal die Karten weg, würde ich sagen. Moment! Sie dürfen betrügen, du nicht! Okay. Gut. So kommen wir nicht raus. Ich wollte eigentlich mit dem... Ah, okay. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Alter, wo sind wir hier eigentlich gelandet? Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Ja, wir wollen hier dauerhaft raus. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen.
Dr. Tentakel. Was zur Hölle? Ja, ja. Was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Wollen Sie meins benutzen? Nein. Irgendwie weiß ich noch nicht so ganz, was wir hier veranstalten müssen. Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Zur Show? Oh. Sitz. Ruhig. Ich habe eine Idee, wir können geht das... Nicht, mein Therapeut und ich haben ein Abkommen. Krass, jetzt können wir einfach raus. Oh. Halt, wie bist du rausgekommen? Geh da wieder rein. Scheiße, das war komplett die falsche Tür. Wenn Dr. Tentakel doch nur ein bisschen mehr auf seine Patienten achten würde. Aber ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt nochmal auf Toilette. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Und dann können wir ja sicherlich zu unserer Chrono-John-Geschichte da. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Sehr gut, dann können wir nämlich hier weiter. Und wir geben das Ganze an Hoagie, würde ich sagen. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch zu Hoagie. Und dann haben wir ja diese Skizze und das geben wir oben auf den Skizzentisch. Und lassen das als aktuelle Fahne. Dieser, glaube ich, war hier, ne? Genau. Oh, perfekt, das funktioniert. Wisst ihr auch, was wir damit machen werden, Freunde? Das werden wir definitiv männlich mit Laverne klauen können. Und zwar müssen wir dazu zu Bernhard gehen und müssen mit Bernhard die Kurbel zu Laverne gehen. Und dann gehen wir wieder zu Laverne und lassen uns wieder einsperren. Aber wie kommen wir dann... Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Sehr gut. Und jetzt wissen wir, hier geht's rein. Und jetzt gehen wir diesmal nicht wieder freiwillig in den Zwinger, sondern gehen durch den Kamin nach oben. Sehr gut. Hervorragend. Und dann werden wir mit der Kurbel, Hallo? So. Und dann können wir uns mal jetzt auch als Tentakel... Eine Größe für alles. Als Tentakel verkleiden. Ja, sieht ja fast echt aus. Keine Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt durch? Das geht doch nur auf den Flur beim Showraum. Keine Chance, das zu öffnen.
Sehr gut. So, und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um, würde ich sagen. Allerdings auch nicht mehr allzu lange, sondern wir enden gleich die Folge. Aber erstmal gucken wir hier ein bisschen, was wir hier so haben. Da ist keine Tür. Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Ach stark, eine Mikrowelle. Ach, guck mal an. Oh, süß. Sehr gut, den geben wir am besten direkt zu Bernhard. Sonst gibt's ja hier, glaube ich... Nee, sonst ist hier nix. Gut. Dann würde ich sagen... Himmel, Herrgott, wie die da sitzen. Hey, blödes Tentakel! Sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Sehr gut. Und dann werden wir nämlich diesen Hamster. Den werden wir auch, den werden wir unten mit dieser Mikrowelle auftauen. Und dann geben wir den auch, ich glaube, Bernhard. Was auch immer der damit machen möchte. Das weiß ich noch nicht so ganz, aber... Ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh. Das war witzig, aber nur weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also macht es nicht. Gut, den geben wir dann auch an Bernhard. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Wie? Das sollte ihn aufwärmen. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Aber wie kriegen wir den denn dann... Wie kriegen wir den denn dann zu Bernhard, den Hamster? Das ist irgendwie blöd. Na ja, reden wir mal mit dem, wa? Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, ja, natürlich! Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Ja, den werden wir in der nächsten Folge suchen. Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Stark. Das Ganze werden wir in der nächsten Folge herausfinden. In dem Sinne würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ist jetzt cool, dass wir uns auch mit Laverne jetzt frei bewegen können. Von daher, wie gesagt, warten wir ab, was in den nächsten Folgen passiert. Und dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.